Ein Oscar für Ralf Ramsebner, Best Bar Owner. Es ist das Sommerfest des Sky Gardens und eigentlich müsste am goldenen Oscar noch etwas stehen. Bester Gärtner der Dachterrasse. Gehst du da selber durch mit der Gießkanne und gießt die Blumen, dass sie bleiben? Das ist Chefsache. Das Wichtigste ist natürlich immer, dass wir alles frisch benannt haben, dass alles sauber benannt ist, dass die Blumen gegossen sind, dass wir ein schönes Ambiente draußen haben. Du hast einen grünen Daumen, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht. Ja, das braucht eh nicht jeder wissen, weil sonst bin ich daheim auch vielleicht nur für das verantwortlich. Ja, also, dass sie einen grünen Daumen hat, das ist mir noch nicht bekannt, aber nachdem wir im Haus eher ein bisschen grün haben, werden wir jetzt mehr einteilen, dass er das überall dann im Haus machen soll. Ja, und Jerry, gibt es da Geheimnisse? Das weiß ich nämlich noch nicht, Fermi. Ich weiß, was er sonst für Hobbys hat. Wir teilen ein Hobby, das ist alte Autos. Aber von den Pflanzen weiß ich noch nichts. Wer hat das Ältere? Wer hat das Schönere? Wer hat das Größere? Ich habe das Ältere. Er hat das Schnellere. Welches das Bessere ist, das traue ich mir jetzt echt nicht sagen im Ralf gegenüber. 13 Jahre gibt es schon die beliebte Dachterrasse im Passage. Die Ramsebners kennt man eben in Linz. Weil sie Leute begeistern können, weil sie einfach Gastgeber sind, weil sie einfach Gäste bewirten wollen. Arthur Ramsebner hat vor 3 Jahren an Sohn Ralf übergeben. Kein Skygarden-Besuch, ohne dass Chef Ralf die Gäste zu ihren Plätzen bringt. Das hat er wohl vom Vater so übernommen. So wie der Vater, so der Sohn, stimmt das bei dir zwar? Ja, freilich, es ist ja bei mir auch so gewesen und bei ihm ist genauso. Man braucht ein bisschen Eingewöhnungsphase. Jeder macht es ein wenig anders, aber das ist ganz wurscht. Das habt ihr auch toll und in Ordnung und mit Herzblut und mit Liebe. Der Arthur war am Anfang ein wenig unterschätzt, glaube ich, von den Linzer Gastronomen, wie er gekommen ist. Aus den Bergen der Bühnenbrill-Region kommt einer und zeigt der Linzer Gastronomie, was er macht. Der hat immer alles, was er angegriffen hat, hat er was draus gemacht. Und er hat genau gewusst, ich muss in Linz eine super Terrasse machen mit einem lässigen Café, Bar. Und das ist ihm gelungen. Über den Dächern von Linz. Essen, trinken, Freunde treffen oder einfach das Büro nach draußen verlegen. Kundentermine sollten dann aber doch lieber drinnen stattfinden. Sonst wollen die immer länger bleiben und gehen nicht mehr heim. Beim Sommerfest des Sky Gardens wollte dann auch irgendwie keiner gehen. Ja, die Ramsebners, die mag man halt einfach. So sehr, dass es sogar einen goldenen Oscar gibt.